Liebe Gäste, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Jury, herzlich willkommen zu dieser 15. Verleihung des Otto-Brenner-Preises. Und ich freue mich sehr, dass das bewährte Ensemble Cacao Del Mar uns heute wieder mit Musik durch diese Veranstaltung begleitet. Bitte begrüßen Sie Jan Sichting am Saxophon. Andreas Reimann am Piano. Und Marco Philipp am Schlagzeug. Herzlich willkommen. Preise für den kritischen Journalismus werden wir heute vergeben. Für einen Journalismus, der kritisch und wachsam auf die Welt schaut, in der wir leben. Kritischer Journalismus kann und sollte aber auch Selbstkritik mit einschließen. Das eigene Tun immer wieder kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. Vor knapp einem Jahr erschütterte die Affäre um gefälschte Reportagen von Klaas Relotius nicht nur das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seinen Grundfesten, sondern die ganze Zunft. Wie konnte einer über Jahre mit gefälschten Reportagen die eigenen Kolleginnen und Kollegen, die Leserinnen und Leser hinters Licht führen? Der Fall Relotius hat eine ganze Branche in Verruf gebracht und war Wasser auf die Mühlen derer, die ohnehin überall nur Fake News wittern. Besser konnte man das Misstrauen in den sogenannten Qualitätsjournalismus kaum schüren. Wenn der Fall Relotius irgendwas Gutes hatte, dann zumindest, dass eine weitreichende Selbstreflexion in den Redaktionen eingesetzt hat und vielleicht die Erkenntnis, dass die Wahrheit nicht immer spektakulär ist und in eine brillante Story gezwängt werden muss. Klaas Relotius hat viele Preise bekommen. Der Otto-Brenner-Preis war trotz vieler Bewerbungen nie dabei. Bitte begrüßen Sie jetzt den Gastgeber dieser Preisverleihung, den Verwaltungsratsvorsitzenden der Otto-Brenner-Stiftung, ersten Vorsitzenden der IG Metall und Mitglied der Jury, Jörg Hofmann. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Gäste der Preisträger, liebe Jury, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich Sie herzlich willkommen. Es wurde gerade schon erwähnt, wir feiern dieses Jahr ein kleines Jubiläum, 15 Jahre Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus. Und 15 Jahre, vor 15 Jahren konnte noch keiner ahnen, dass sich dieser Brenner-Preis in die Reihe der hoch anerkannten deutschen Journalistenpreise einreihen würde. Das Portal journalistenpreise.de listet momentan über 700 deutschsprachige Journalistenpreise. Was ist das Besondere am Otto-Brenner-Preis? Ich denke, die herausragende Bedeutung ergibt sich vermutlich daraus, dass er als Stiftungspreis unabhängig von den Medienhäusern ist. Wir verfolgen damit nur zwei Interessen: journalistischen Nachwuchs zu fördern und Qualitätsjournalismus zu stärken. Und ganz sicher ergibt sich der gute Ruf unseres Preises aber auch aus der Arbeit, die die Preisträger geleistet haben. Themen kritisch zu durchdringen braucht Mut, genauso wie Talent und Standhaftigkeit. Und deswegen schaut die Medienwelt, wer bekommt den Preis. Und deswegen ist die Zahl der Bewerbungen aus allen Mediengattungen seit Jahren kontinuierlich hoch. Genauso wie die Freude über die Auszeichnung, wenn man sie bekommt. Unser Jubiläum wäre nicht denkbar ohne die Leidenschaft und die Kompetenz unserer Jury. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute Abend wieder Laudationen hören werden von Professor Volker Lilienthal von der Universität Hamburg, dem langjährigen Tagesspiegel-Journalisten Harald Schumann und an für sich vorgesehen ein auch seit 15 Jahren aktives Mitglied der Jury, Heribert Brandl, musste leider absagen aus gesundheitlichen Gründen. Er hätte gern die Laudatio auch heute
gehalten. Vielen Dank Ihnen zunächst mal auch für die kontinuierliche Mitarbeit seit 2005 in der Jury. Das ist eine Kontinuität, die auch dem Preis insgesamt die Stärke mitverliehen hat. Den zweiten Teil der Jury prägen drei Journalistinnen, die zwar noch nicht so lange dabei sind, sich aber nicht minder stark für den Preis engagieren. Zum zweiten Mal dabei sind heute Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München, und Isabel Schajani, die für ihre Tagesthemenkommentare geschätzt ist. Schön, dass Sie beide wieder mit von der Partie sind. Und herzlich willkommen die Sechste im Bunde der Jury, Brigitte Baetz, seit diesem Jahr erstmals dabei. Als freie Hörfunkjournalistin sind Sie in erster Linie für den Deutschlandfunk in Köln im Einsatz. Dazu gehören Sie etwa zum Team der Sendung Medias Res, einer der wenigen guten Medienkritik-Sendungen, die es noch im gebührenfinanzierten Rundfunk gibt. Frau Baetz, wir freuen uns, dass Sie die Jury mit Ihrer medienkritischen Kompetenz verstärken. Herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 560 Bewerbungen gingen dieses Jahr für den Brennerpreis ein. Wie sortiert man das? Wie geht man da vor? Das geht nur mit breiter Unterstützung. Unser Dank geht daher an Professor Lilienthal und vor allem an die Studentinnen und Studenten seines Hamburger Lehrstuhls für die Praxis des Qualitätsjournalismus. Dieses Team Lilienthal hat die Stiftung und die Jury wieder bei der Sichtung der Einsendungen unterstützt, unsere Jury-Sitzung vorbereitet, und es wurde gerade benannt, wie wichtig eine gründliche Vorarbeit des Sichtens und Sortierens, des Vergleichens und Auswählens und schließlich des Vorbewertens und Begründens ist, zeigt nicht zuletzt die Relotius-Affäre. Ja, er hat keinen Otto-Brenner-Preis gekriegt, aber viele Journalistenpreise eifrig abgeräumt. Und deswegen zeigt auch Qualität von Juryarbeit, dass wir sehr wohl genau drauf schauen und genau begründen, warum wir Preisträger vorschlagen. Aber in diesem Kontext nochmal vor allem den Studentinnen und Studenten des Hamburger Lehrstuhls, die diese Vorarbeit leisteten, besten Dank. Und ich weiß, dass es Ihnen etwas peinlich ist, aber ich sage es trotzdem. 15 Jahre oder Brennerpreis ist auch ohne das Engagement und die ständig hohe Qualität der Arbeit von Jupp Legrand, dem Leiter der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall, und seinem Team Karin Scharf, Jan Burczynski und Benedikt Lindern nicht möglich. Und deswegen hier auch ein besonders starker Applaus an diese Kolleginnen und Kollegen. Und was wäre der Abend ohne Anja Höfer? Sehr geehrte Frau Höfer, auch dieser Abend wird wieder gut sortiert von Ihnen, da bin ich ganz sicher. Wir freuen uns, dass Sie auch uns diesen Abend wieder begleiten durch die Preisverleihung. Jetzt sehe ich in die Runde und stelle glaube fest, dass unsere Hauptrednerin noch nicht im Saale ist. Naja, ich hoffe, bis zum Ende deiner Rede ergibt sich das, weil sonst haben wir ein Problem, Frau Höfer. Weil jetzt für sich würde ich gerne begrüßen, das mache ich jetzt einfach in Abwesenheit, die Staatsministerin Monika Grütters, für Staatsministerin für Kultur und Medien, und wir freuen uns nachher auf Ihren Beitrag. Damit kann ich jetzt aber die persönliche Würdigung überspringen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Frau Grütters durchaus deutliche Akzente setzt dadurch, dass sie nicht nur kulturpolitische Großprojekte in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, sondern auch kleinere Projekte, die aber hohe Wirkung zeigen, etwa die Förderung von kleinen Verlagen, etwa durch den Deutschen Verlagspreis oder auch den Deutschen Buchhandlungspreis ins Leben gerufen haben. Frau Grütter, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich hatte bisher nur Gutes über Sie berichtet. Liebe Frau Grütters, in Zeiten politischer Radikalisierung, in Zeiten populistischer Parolen und Initiativen sind diese Initiativen ganz und gar begrüßenswert.
Vielen Dank dafür und ein herzliches Willkommen jetzt nochmal bei der Otto-Brenner Stiftung. Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir als Vorsitzender der IG Metall auf die Verzahnung zwischen Debatten- und Demokratiekultur auf der einen Seite und dem Zustand der Arbeitswelt auf der anderen Seite einzugehen. Wir wissen alle von der Wucht und Dynamik der Veränderung unserer Arbeitswelt durch eine fortschreitende Globalisierung, die Digitalisierung der Produkte und Prozesse und den Umbau der Wertschöpfungsketten hin zu einer CO2-neutralen Fahrweise unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Wucht ist für den einzelnen Beschäftigten als Individuum wie für die Millionen Beschäftigten als Kollektiv immer deutlicher erkennbar. Aber oft sind die Triebkräfte dieser Dynamik nicht verständlich und verbergen sich hinter Buzzwords, die scheinbar alternativlos als Ausweis von Modernität und Innovation gesetzt scheinen, wo es doch um oft nur allein markt- und profitgetriebenes Handeln geht. Und den Beschäftigten wird die Rolle des Objekts und nicht des Subjekts dieser Veränderung zugeschrieben. Partizipation und demokratischer Gestaltungsanspruch der Transformation, Fehlanzeige. Wird aber Veränderung als Schicksal und nicht gestaltbar empfunden, entsteht dumpfe Angst und das Sehen, die Welt doch einfach anzuhalten. Das ist der Nährboden vom Populismus. Und dieser wird professionell in diesem Lande in den letzten Monaten und Jahren von den Rechtsradikalen genutzt. Hier liegt der demokratische Auftrag der Gewerkschaften und ich denke auch des Journalismus dagegen zu wirken. Und es ist erschreckend, wenn angekündigt ist, dass nächsten Samstag Rechtsradikale in Hannover gegen einen kritischen Journalismus auf die Straße gehen, anklagen gegen die und bedrohen die, die mit journalistischen Mitteln sich bemühen, Wahrheiten zu recherchieren und Demokratie und demokratische Werte in diesem Journalismus hochzuhalten. Ich glaube, ich sage das hier ganz spontan und deutlich, das sind Übergriffe, wo wir als Demokraten alle nicht erträglich sehen können und uns dagegen stellen. Es ist an uns, die politische Debattenkultur und die Demokratie zu stärken, auch klar Nein zu sagen, klare Kante zu sagen gegen solche Angriffe. Das heißt aber auch Ja zu sagen zu einer Zivilgesellschaft, die sich auf den Weg macht, das Primat des Politischen gegen eine technologisch-betriebswirtschaftliche Engführung durchzusetzen. Das braucht lebhafte Debatte, Klärung von Interessenslagen und das Aushandeln des besten Weges in einer Arbeitswelt und Gesellschaft, die sich in Imperativen sozial, ökologisch und demokratisch verpflichtet sieht. Medienschaffende sind dabei auch in ihrer eigenen Produktionsweise Subjekt und Objekt der Digitalisierung der Medienlandschaft. Ihre Branche gehörte zu den ersten, die sich in neue digitale Geschäftsmodelle begeben hat. Weniger Print, dafür digitale Zeitungsabos, Internetredaktionen und soziale Medien. Hinzu kommen, dass neue globale Player entstanden sind, die tiefe Spuren in den journalistischen Alltag ziehen. Google etwa liefert eine Grundinfrastruktur und verkauft Produkte, ohne die kaum noch ein digitales Geschäft möglich ist. Und gleichzeitig versuchen diese milliardenschweren Datenkonzerne, sich noch enger mit Medien und Journalismus zu verbinden. Sie bilden Journalisten im Umgang mit ihren Produkten aus, veranstalten Tagungen, fördern Konferenzen in Medienhäusern und unterstützen mit hohen Millionenbeträgen technische Innovation. Google und Facebook sind wohl inzwischen zu den größten Förderern des Journalismus geworden. Was sind deren Interessen? Welche Gefahren sind damit verbunden? Die Otto-Brenner-Stiftung plant eine Studie zu diesen Verflechtungen. Und wenn wir uns nächstes Jahr um diese Zeit wiedersehen, werden wir dazu mehr Einblick haben. Der zweite Grund, warum die Transformation unserer Arbeitswelt und Gesellschaft ein Thema ist, Ihr Thema ist, ich nenne es mal, betrifft die Transformationsberichterstattung. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen berichten ausgiebig über die Klimafragen und auch ausgiebig über die technischen Veränderungen in der Arbeitswelt. In vielen Fragen liegen Sie richtig, etwa wenn es um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigtenzahlen geht
um die Gewinner-Verlierer-Frage, wenn es um Entgrenzung von Arbeit geht oder um neue, oft prekäre Arbeitsformen neben dem Normalarbeitsverhältnis. Auch gibt es stimmige Analysen darüber, dass es epochale Umbrüche sind, die wir als Gesellschaft zu verkraften haben. Allzu oft erscheint aber der technische Wandel als vermeintliche Naturgewalt, an die wir uns bestmöglich anpassen müssten. In den Debatten gibt es wenig Überlegungen dazu, welche alternativen Wege der Transformation wir nehmen könnten, dass diese auch anders gestaltet werden kann. Oft wird verkürzt auf populistische Ansage und diese Ansage erspart eine notwendige, auf den ersten Blick, Analyse unterschiedlicher Interessenslagen und die Suche nach gesellschaftlichem Kompromiss anstatt kompromisslosem Durchsteuern. All das findet wenig Raum in den Medien. Deshalb meine Bitte, betrachten Sie die Veränderung der Arbeitswelt wie der Gesellschaft nie als unabdingbar. Betrachten Sie die Gesellschaft als Summe fähiger und verantwortlicher Menschen, die in der Lage sind, die Dinge selbst zu gestalten, und weisen Sie auf die Widerstände hin, die dies verhindern. Das wäre auch ganz im Sinne von Otto Brenner, mit dem ich schließen würde, gerne würde. Otto Brenner hat 1963 in einem Fernsehinterview gesagt, ob man die richtige Betrachtungsweise erlangt, hängt entscheidend davon ab, ob man genug Einfühlungsvermögen hat in die Gesellschaft, in der man lebt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf nun Kulturstaatsministerin Frau Professor Grütters bitte schön auf die Bühne bitten. Sie haben das Wort.